Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Secret of Mana, das PC Remake. Wir sind in Pandora und ja. Wen haben wir denn hier? Pamela? What's the matter? You're acting strange. Pamela hieß im Original übrigens Heidi. She disappeared. The ruins are down there. Let's check them out. Okay. Schauen wir uns die Ruinen mal an. Gleich vorweg zur Info. In dieser Folge werde ich ein bisschen leveln. Ich weiß noch nicht, ob ich da auch den Boss mache. Die Leute sprechen hier alle immer noch nicht mit uns. Also leveln, damit meine ich jetzt meine Zauber. Und alle Waffen. Oh! They say I'm going to be sacrificed. Pretty neat, huh? You're going to be what? Pamela, snap out of it! Ah, stop whining. Just leave me alone. Hey, Pamela! Pamela! What are you guys doing? Get out of my way! We have to hurry, or Pamela's a goner. Dialek's supposed to be there too. Alles klar. What is this? So. Ja, die Viecher hier, die waren auch sowas von schwer zu besiegen. Da werde ich jetzt Magie nehmen müssen. Gegen physische Attacken sind die wirklich so gut wie immun. Okay, wenigstens hat einmal gereicht. Nanu. Ja, ich wollte gerade sagen, warum kann ich denn das Zaubermenü unserer Werten nicht aufrufen? Okay. So, meine Axt hat Stufe 2 erreicht. Damit muss ich noch die ollen Krafthandschuhe. Also waffentechnisch sieht das schon ganz gut aus. Bei der Magie ist das jetzt schon eine andere Sache. Okay. Popoi hat Stufe. So, okay. Nice, damit hat Gnome
Auch ein Level ab. Okay, das geht immer dann nicht, wenn sie gerade angreift. Ja gut, hätte ich dran denken können. Das war auf dem Super Nintendo genauso. Halt, war schon richtig. Mist. Aber da müsste die Gute mich doch eigentlich heilen können. Remedy. Jo. So, da unsere Mitstreiter jetzt keine Magiepunkte mehr haben, werde ich nochmal im Dorf übernachten. You staying? Help yourself to a bed. Hang on, that'll be 10 GP. Wir haben mittlerweile schon fast 5000 Goldstücke. Ganz ordentlich. You know, I still haven't forgiven you for that joke with Gnome earlier. Huh? Lighten up, sis. You're still worried about that? It's a big deal to me. You know I only have eyes for Dylock. I know, but Gnome didn't mean anything by it. Besides, it's not like you're married to Dylock, right?
Well then, who cares? I care. What if someone overheard and thought I was cheating on Diluc with a tiny sprite? If Diluc heard, he'd be devastated. He'd probably understand that it was a joke. You don't understand. You guys are forbidden from calling me Mrs. ever again. Oh, hey, Gnome got me thinking about mana seeds, so I figured I'd ask. Can I taste the next one? Don't change the subject! So. Oh, a customer. Well, I don't keep much stock, but you're welcome to look. Ja, das ist natürlich. Ich habe ja gehofft, dass er hier Walnüsse verkauft. Die werden wir zur Mana-Regenerierung, Mana-Punkte-Regeneration brauchen, aber okay. Dann wird das wohl ohne gehen müssen. Stufe ist gestiegen. So, damit müsste ich jetzt jede Waffe bei mir gelevelt haben. Dann nehme ich wieder mein Schwert. Die Standardwaffe. Gucken wir mal durch. Wächterklinge, Stufe 2. Stufe 2. Ne, hier. Chakram. Das muss ich dann noch leveln. Ah, na gut. Wer hat denn das Chakram jetzt momentan? Sie. Könnte ihr die Axt geben, weil sie die auf Stufe 2 bringen muss. Und dann kann ich hier das Chakram leveln. Der Mondsäbel. Das ist übel. Wenn die Klinge uns damit jetzt trifft, entzieht sie uns Lebensenergie. Aber okay. So, Peitsche ist auf Stufe 1 bei Popoi. Gut, dann kann sie die Krafthandschuhe nehmen. Aber sie hat natürlich das meiste noch hoch zu leveln. Ah!
Und schon wieder eine Kiste. Heilkräuter. Nanu. Können wir den hier nicht als Ziel auswählen? Scheint ein Bug zu sein. Magische Walnuss, Wahnsinn. Auswahl für ein Spiel dieser Zeit wirklich sehr gelungen. Ich, Gott, wann kam das raus? 94? Ich glaube. Und dadurch, dass das halt ein Konsolenspiel ist für vom Super Nintendo. Und ich hatte ja schon erwähnt, die Limitierung, die technischen Limitierungen waren halt, ja, die Konsole hatte halt nicht wirklich viel Leistung für die damalige Zeit, war sie schon super, aber rein vom System her ist das hier schon echt genial, was die da auf die Beine gestellt haben. So, irgendjemand hat jetzt gerade ein Waffenlevel, während ich hier schon wieder so ausschweifend gequatscht habe. Genau, sie hat die Axt auf Stufe 2. Das bedeutet, sie müsste das Chakram jetzt noch weitermachen. Das habe ich jetzt aber gerade aktuell in Gebrauch. Da muss ich nachher dran denken, dass ich ihr das Chakram dann nochmal gebe, weil alles andere hat sie auch hochgelevelt. Aber ich brauche es ja nicht mehr. Ich habe ja 92%. Ich denke mal, beim nächsten Gegner vielleicht, dann hätte ich schon den Stufenaufstieg. Schauen wir mal. Jawohl. So, Prin, du nimmst dann das Chakram und ich nehme die Wächterklinge. Ach, hier ist ja noch einer. Keine Truhe. Water.
Oh, nice. Grimms Bumerang hat Stufe 2 erreicht. So, damit hast du dann, glaube ich, auch jede Waffe auf der höchsten Stufe. Sehr schön. Dann, ja, was geben wir ihr? Den Bogen oder den Speer? Ich würde dir gerne irgendeine Fernkampfwaffe geben. Sodass sie nicht immer so dicht an die Gegner ran muss. So, und dann kannst du auch gleich nochmal die Gruppe heilen. Cure Water. Thanks. Ja, bei ihr die Magiestufe zu erhöhen ist deutlich schwieriger als bei Popoi. Popoi kann jederzeit Angriffszauber wirken und dadurch eben ihre Magie stärken. Bei Prim bin ich immer so ein bisschen darauf angewiesen, dass irgendjemand negative Zustände hat, wenn ich Froster zum Beispiel steigern möchte. Oder dass wir Leben verloren haben. Das hatte ich ja auch, glaube ich, in der letzten Folge schon erwähnt. Wenn ich zum Beispiel den Heilungszauber nutzen würde bei vollem Leben, würde das kaum Erfahrungspunkte für den Zauber bringen. Finde ich auch gut gemacht, weil das verhindert eben sinnloses Leveln. So, damit hat Gnome jetzt die aktuell stärkste Stufe erreicht. Dann bleibt bei Popoi nur noch Frost. Na, Froster ist es ja nicht. Undine. Ich bin immer so ein bisschen noch an die alten Namen gewöhnt. Ich denke mal, das wird sich auch so schnell nicht abstellen lassen. Handschuhe auf Stufe 2. Sehr schön. Dann nimm mal das Chakram. Das hast du ja auch schon fast auf Stufe 2. Achso, nee, halt. Gnome brauche ich ja gar nicht. Jetzt müssen wir Frost und Dina erhöhen. Oh. Der macht aber deutlich mehr Schaden. So, Boomerang ist auch auf Stufe 2. Dann die Streitaxt als nächstes. Oh. Takes more than that. Das läuft hier mit dem Level, würde ich sagen. Yeah.
Nanu, warum kann sie mich jetzt nicht anwählen? Jetzt. Okay. Ach, schon wieder dieser Bug. Der Tomatenmann ist noch da. Aber ich kann ihn nicht anwählen. Also ich möchte ja mal wissen, wie man den mit Waffen besiegen soll. So. Unsere gute Popoi hat keine Magiepunkte mehr, deshalb werde ich jetzt nochmal übernachten müssen. You staying? Help yourself. Hang on. 8200 Goldstücke. So. Ah!
So, dann kann ich ja noch mal den Heilzauber nehmen. So, Waffenstufe von Popeye Axt hat Stufe 1, okay. Nehmen wir nochmal Heilung. Ja, wenn man das hier so beibehält und wirklich mit dem Leveln so durchzieht, dann hat man das Maximallevel erreicht, bevor man zum Endboss durchgedrungen ist. Sehr schön. Damit hat sich das Leveln bei Popeye von den Zaubern her erstmal erledigt. Dann bleibt nur noch die gute Prim mit ihrer Heilmagie. Water.
Remedy! Ups, entschuldigt bitte. So. Cure Water. Thanks. Okay. Da haben wir dann auch bei... Oh, was ist denn jetzt los? Wir können dem ja plötzlich Schaden zufügen. Damit hat sich auch bei Prim die Undine-Magie erledigt. Bleibt nur noch Gnome. Ich glaube, die Lieblingsspielfigur früher der meisten Spieler war die gute Popoi. Mit ihren Angriffszaubern war sie natürlich wirklich ein richtig schöner Damage-Dealer. Es ist auch unnormal, was sie später an Schaden raushaut. Gerade wenn man die Zauber vom Level her maximiert. Und wenn man dann auch noch die Schwächen der Bosse kennt, dann hat man leichtes Spiel. So, dann gib uns mal nochmal einen Verteidigungsboost. So. Ja. Obwohl, ich kann ja mal gucken, wie viel die Gute hier noch zum Stufenaufstieg benötigen würde. Ah, nee, das ist zu viel. Da werde ich jetzt nochmal übernachten. You staying? Help yourself to. Hang on. Ja, 13 Magiepunkte aktuell sind wirklich nicht viel, wenn man mal so überlegt, dass die Zauber im Schnitt 2 Magiepunkte kosten. Achso, nee. Undine muss sie ja nicht mehr steigern, da muss sie mich jetzt auch nicht heilen. Yeah!
Ach, ich geb's auf, den... Ich weiß nicht, woran das lag, dass wir den das eine Mal so gut besiegen konnten. So, dann gib uns mal nochmal einen Verteidigungsboost. Ja, ich bin träge. So, jetzt bin ich nochmal neugierig. Bei 72% ist der jetzt. So, der Zauber ist wieder abgeklungen. Das heißt, ich kann ihn nochmal benutzen. So, dann lass doch mal schauen. 80%. Also hat sie 8% Erfahrungspunkte dafür bekommen. Schafft sie es mit ihren restlichen Magiepunkten leider nicht. Es sei denn, sie bekommt für den Zauber hier mehr Erfahrungspunkte, weil der kostet 3 Magiepunkte. Testen wir mal. Leider nicht. Schade. Kann ich ja jetzt nur hoffen, dass die Gute kurz vor einem Levelaufstieg steht. Ah, das ist immer noch ganz schön viel. Aber okay. So. Jetzt heißt es Waffenleveln. Von Popoi. Deshalb spiele ich jetzt auch mit ihr. Weil wenn sie die Monster tötet, bekommt sie für ihre Waffen auch mehr Erfahrungspunkte. So, die Axt ist auf Stufe 2. Das heißt, wir nehmen jetzt als nächstes... die Wächterklinge. Das war beim Super Nintendo auch immer schon so. Die Gegner greifen immer den Charakter an, den man selbst gerade steuert. Ha!
Ja, der Verteidigungsboost hat dem Zombie nichts genützt. Ach ja, sie hat ja keine Magiepunkte mehr. Ah. Noch 433, dann hat sie einen Stufenaufstieg, dann kann sie auch wieder zaubern. Ja, na bitte. So, Psem. Dann darf ich... Nee, halt. Dann darf ich bitten. Und damit hat auch Gnome bei ihr Stufe 2. Jetzt sind es wirklich nur noch die Waffen von... von Popoi. Aber da werde ich gucken. Ich werde das jetzt nur noch bis zum Ende der Folge leveln. Und in der nächsten Episode, also ich habe mir immer ungefähr eine Stunde als Zeit gesetzt für die jeweilige Folge. Und ja, wenn die Folge jetzt hier vorbei ist, dann werde ich in der nächsten Episode ganz normal weiterspielen. Und wenn die gute Popoi dann eben vielleicht so ein, zwei Level noch nicht gemeistert hat bei den Waffen, dann ist das eben so. Dann hole ich das halt während des normalen Gameplays nach. Es ist ja dann nicht so tragisch. Ich möchte halt bloß nicht so extrem hinterherhinken. Ich hatte bei meinem ersten Durchlauf damals auf dem Super Nintendo nämlich manche Waffen gar nicht benutzt. Ich hatte da so meine Lieblingswaffen, ähnlich auch mit den Zaubern. Und da war es dann nachher auch so, dass ich im Endbereich des Spiels Zauber benötigt habe, die ich noch nicht mal auf Stufe 1 hatte. Also die waren wirklich auf Stufe 0, weil ich die nie benutzt habe. Und dementsprechend gestaltete sich das dann natürlich etwas schwierig. So, lass mich doch mal gucken. Oh Gott. 96 erst. Ich habe wirklich gedacht, ich hätte da schon... Den Speer muss ich danach noch... Also es ist ja wirklich nur noch das Schwert jetzt hier und der Speer...
Speer. Eigentlich ist das okay. Das sind 3 Levelaufstiege bei den Waffen. Gut, den einen werde ich jetzt gleich haben hier. Genau. Also sind es noch 2 Levelaufstiege. Ich denke mal auch, wenn die Folge jetzt hier bald vorbei ist. Das ist ja auch wieder ein feiner Deutsch gewesen. Wenn die Folge zu Ende ist und ich die Levelaufstiege noch nicht geschafft habe, dann lasse ich das und wir spielen in der nächsten Episode dann ganz normal die Story weiter. Aber vielleicht schaffe ich es ja noch. Der Tomatenmann heißt im Remake Dunkelpriester. Was sagt denn der Level 44? Bewusstlos auch noch, naja.
Aber aggressiv hier, habe ich das Gefühl. Healing Power of Undy. Cure Water. Thanks. Die Figürchen, die hießen früher Zappler, also in das, was ich gerade verwandelt wurde. Ich wette, die haben jetzt hier im Remake auch eine neue Bezeichnung erhalten. Das Schwert ist auf Stufe 2, das bedeutet, ich benötige jetzt nur noch den Speer. Aber ich sag mal, den schaffen wir auch dann während des normalen Gameplays zu leveln. Von daher kann ich jetzt die Folge hier auch zu einem Abschluss bringen. Ich werde dem Jungen jetzt hier mal die Wächterklinge wieder verpassen. Sie behält erstmal den Speer. Alles andere ist ja... Ja. So, und die gute Prim kriegt den Bogen. Ja, bei ihr ist auch alles okay. Gut. Dann gehen wir jetzt nochmal übernachten. Und dann werde ich in der nächsten Folge mit dem Story-Fortschritt weitermachen. Gut, ein klein wenig Fortschritt hatten wir in dieser Episode auch durch die Zwischensequenz beim Übernachten. Help yourself to a bed. Hang on, that'll be 10 GP. Oh, guckt mal, wir haben 15.291 Goldmünzen. Jetzt noch 81. Wahnsinn. Es hat sich gut gelohnt. Und mir macht sowas Spaß. Und wie gesagt, wer die Levelfolgen nicht sehen möchte, ich kennzeichne die extra. Der kann die einfach überspringen. Dann seid ihr in der nächsten Episode wieder ganz normal bei der Story mit dabei. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe auch, dass wir uns in der nächsten Episode dann wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis dann. Ciao.